Prostatakrebs entsteht durch chromosomale Aneuploidie. Was ist das? Gesunde Zellen heißen euploid und die haben in ihren Zellkern 23 Chromosomenpaare. Die sind für die Zellsteuerung zuständig. Und wenn diese Chromosomen sich verändern von der Anzahl her, dann fällt die Zellsteuerung aus. Das ist ein quantitativer Prozess. Die Zellsteuerung fällt umso mehr aus, je höher die chromosomale Störung ist. Und durch Umwelttoxine oder fehlerhafte Zellteilung werden Euploide zu Aneuploiden, also zu Tumorzellen. Und Tumorzellen wachsen krebsartig, das heißt, sie wachsen schneller, sie wachsen invasiv und sie bilden Metastasen aus. Sie sehen auf dem linken Bild, wir haben leider keinen Beamer hier, dass die ersten beiden Zeilen normale Chromosomen zeigen. In der dritten Zeile fängt schon die Aneuploidie an, die sich dann prozesshaft wie eine Kettenreaktion weiter fortsetzt. Die chromosomale Störung wird immer mehr, die Chromosomen verändern sich immer mehr, es ist immer mehr DNA da und die Zellen werden simultan immer bösartiger. Und das zeigt von im zytologischen Bild genau das, was wir von der Klinik kennen. Prostatakrebs hat eine riesige Spannbreite zwischen harmlos und gefährlichen Formen. Und die sich selbst beschleunigende Aneuploidie, die Sie auf der linken Seite sehen, führt zu immer bösartigen Zellen mit immer höheren DNA-Gehalten in ihren Zellkern. Das sehen Sie auf der rechten Seite. Und diese prozesshafte Entwicklung kann im Prinzip auf jeder Stufe aufhören. Muss sie aber nicht. Und jetzt ist die entscheidende Frage, ist der Krebs eigentlich schlimm oder ist er nicht schlimm? Wie kann ich die Bösartigkeit des Krebses möglichst objektiv identifizieren? Chromosomen speichern DNA. DNA kann ich anfärben und deshalb heißt Chromosoma Farbkörperchen. Ich muss also nur die DNA anfärben und dann kann ich die DNA messen und damit die Aggressivität der Zelle. Die DNA wird mit der sogenannten Folgenfärbung angefärbt und die Karyometrie misst die Speichermenge der DNA digital, also objektiv, mit einer 93-prozentigen Genauigkeit und kann genauso genau sagen, der Tumor metastasiert nicht. Und wie sieht so eine Maschine aus? Das ist eine Maschine, die Professor Böcken entworfen hat, der Nestor der DNA-Diagnostik in Deutschland ist. Da wird auf einem Objektträger werden die Tumorzellen gemessen. Sie müssen die Tumorzellen aus dem Gewebsverband isolieren, wo sie in der Stanze ruhen. Und dann können Sie die DNA anfärben und in den einzelnen Zellen messen. Die Patienten erfahren nichts von dieser Diagnostik. Und wenn ich sage, die wird Ihnen bewusst vorenthalten, ist das Euphemismus. Wenn ein Patient mit einer DNA-Diagnostik zum Urologen kommt, fliegt er günstigstenfalls aus der Praxis raus. Patienten von mir, die im medizinischen Olymp bei den urologischen Ordinarien gewesen sind, die haben gehört, das ist ja Voodoo, das ist ja Kaffeesatzleserei. So geht man in Deutschland mit der wissenschaftlich bewiesenen Diagnostik um, wenn sie nicht in den Mainstream des Deckens reinpasst. Wie wichtig diese Diagnostik ist, will ich Ihnen in einem Beispiel erklären. Ein Patient von mir, 42 Jahre alt, kommt zum Urologen und liefert seine Spermaprobe ab. Die Ehe ist kinderlos, die Frau ist gynäkologisch gesund und er möchte seine Zeugungsfähigkeit prüfen lassen. Da sagt der Urologe, kommen Sie mal mit, wir machen mal den PSA-Test. Wir alle wissen, dass der PSA-Wert bis 48 Stunden nach einem Samenerguss erhöht ist. Es kommt, wie es kommen muss, der PSA-Wert ist erhöht. Der Urologe sagt, Sie sind verrückt, wollen Kinder zeugen, sind doch ein Todeskandidat. Gehen Sie mal schnell nach nebenan, wir machen eine Biopsie. Die Biopsie wird gemacht, das Ergebnis ist nach 14 Tagen da. Mensch, sagt er, Sie haben nur ein Lison 6. Das kann man heilen. Ich schicke Sie mal in der Hamburger Spezialklinik. Dort wartet ein Professor mit den Eppendorfer Goldknöpfen und sagt, ja, wenn wir Sie radikal operieren, haben Sie ungefähr 80% Heilungschancen. Wenn nicht, sehen Sie Ihr Kind nicht groß werden. Das ist ein Privatpatient, der Termin wird gemacht, alle freuen sich. Und der Patient erzählt das seinem Arbeitskollegen. Der ist wegen Prostatakrebs vor vielen Jahren radikal operiert worden und war witzigerweise in der Reha, wo ich vertreten hatte. Und der sagt, Mensch, du ruf doch mal den Doktor an. Das macht der Betroffene. Das Gespräch ist ein bisschen unerfreulich, weil er gar nicht weiß, weshalb er mich anruft. Er sagt, was wollen Sie denn? Der Tumor ist gesichert, der Professor hat das gesagt, der Urologe hat das gesagt, der Termin steht, ist doch alles klar. Ich erkläre ihm die DNA-Diagnostik,
Er begreift das nicht, ich setze mich durch. Nach ungefähr 10 Tagen ist der Befund da. Der hat gar keinen Tumor. Euploide Zellen. Wie ist das zu erklären? Im Nachhinein ist dem Patienten aufgefallen, dass sowohl der Urologe, der ja einen Kunstfehler gemacht hat mit der PSA-Messerei nach dem Samenerguss, genauso scharf darauf war, Tumor zu finden wie der Pathologe. Der Pathologe hat in Stanz nämlich gar keinen Tumor gesehen. Und was hat er gemacht? Er hat in die Trickkiste gegriffen. Er hat eine immunhistochemische Färbung rübergekippt und die führt zu einem Farbumschlag, wenn Basalzellmembranen fehlen oder defekt sind, was indirekt Prostatakrebs bedeutet. Und dann hat er den Lison 6 genannt, hat ihn zwar nicht gesehen, hat ihn genannt und damit war der Sack zugeschnürt und der Patient hat lange gebraucht, um zu erfahren, welchem Albtraum er da entkommen ist. Und Sie sehen, die DNA-Diagnostik macht wirklich Sinn.